Hallo ihr Lieben. Heute gibt es mal nicht ein total freudiges Herzlich Willkommen, sondern eher ein nachdenkliches, ein trauriges Willkommen. Denn mir geht es nämlich gerade überhaupt nicht gut. Mir ist schlecht, ich habe Durchfall, ich habe meine Tage. Ich heulte gefühlt den ganzen Tag. Ich habe einfach irgendwie Schmerzen, sowohl emotional als körperlich. Und kurz bevor ich mich jetzt überwunden habe, oder bevor ich eigentlich eher den Drang hatte, mich jetzt hier hinzusetzen, mit euch zu quatschen, bin ich heute Morgen aufgewacht und ihr kennt es bestimmt, wenn ihr einfach total friedlich geschlafen habt und dann wacht ihr auf, macht eure Augen auf und die komplette Realität bricht wieder auf euch ein und ihr realisiert, dass alles überhaupt nicht so friedlich ist, dass euer ganzes Leben eigentlich gerade zusammengebrochen ist. Ihr denkt wieder über all die Probleme nach, die ihr gerade habt, über diese ganze Schwere, die zurück in deinen Körper kommt. So als würdest du aufwachen und plötzlich in diesen Körper zurückgezwängt werden, mit einer Tonne auf deinem Herzen, einem Kloß im Hals, Bauchschmerzen und einfach, ja, realisierst einfach, okay, juhu, wieder ein Tag, wo ich mich zwingen muss, aufzustehen. Und diese ganzen Schmerzen, die ich gerade habe und diese ganze Phase, durch die ich durchgehen darf und weshalb ich so viel weine und traurig bin und es mir so geht, ist, weil ich Trennungsschmerz habe. Robert und ich haben uns getrennt. Und wenn ich anfange darüber nachzudenken, was dadurch alles verloren geht und wie viele schöne Dinge nicht mehr in meinem Leben sein werden, macht mich das so traurig. Was ja auch super verständlich ist. Ich meine, wir hatten fast 2 Jahre einfach eine mega schöne, mega glückliche Beziehung. Und obwohl alles so perfekt war, perfekt und perfekt, so glücklich, wir so glücklich waren und wenn ich ihn jetzt fragen würde, hey, gibt es irgendwas in unserer Beziehung, was dir gefehlt hat, was dir nicht gefallen hat. Und er sagt, nein, ich war total glücklich mit unserer Beziehung, aber ich möchte trotzdem nicht zusammen mit dir zusammen sein, ich möchte trotzdem nicht mit dir in einer Partnerschaft sein, weil ich mich für jemand anderen entschieden habe. Dann kann es dein Kopf nicht greifen. Dein Kopf denkt sich, what the fuck? Wie kann es sein, dass in einem Moment alles super war und wir super glücklich waren und da auch mega viel Potenzial ist, dass unsere Beziehung einfach die geilste ever ist. Für mich, für ihn. Und obwohl dieser Teil komplett gesund und wundervoll ist, muss ich jetzt hergehen, ein Messer nehmen und diesen komplett gesunden Teil abschneiden. Es ist wie als, weiß ich nicht, als wäre deine Hand todkrank, wie eine total toxische Beziehung und du musst sie abschneiden, damit du weiterleben kannst. Das kann dein Kopf irgendwie verstehen. Das macht irgendwie Sinn. Das ist irgendwie logisch.
Aber zu sagen, hey, diese Hand ist wunderschön, sie funktioniert super, glücklich, gesund, alles. Und obwohl die so super ist, muss ich sie abschneiden? What the fuck? Es ist, der Kopf kann es nicht greifen, es ist nicht logisch, es macht keinen Sinn. Und deswegen fällt es einem noch schwerer. Ich denke da immer wieder so ein bisschen, ich versuche zurückzudenken an meine Trennungen, die ich schon durchgemacht habe. Und die waren auch echt ziemlich hart und da sind auch einige Narben geblieben. Ich habe bei meinem ersten Freund, als er mich verlassen hat, habe ich mir Pulsadern hier aufgeschnitten oder beziehungsweise mich geritzt. Und ich dachte, das ist der schlimmste Tag meines Lebens gewesen. Und beim zweiten Mal habe ich eigentlich schon damit abgeschlossen gehabt. Oder nicht abgeschlossen, aber da war ich derjenige im Endeffekt, der Schluss gemacht hat. Und wenn du derjenige bist, der Schluss machst und du für dich diese Entscheidung schon getroffen hast, um sie nach außen zu tragen, klar, es ist auch schmerzhaft, weil du niemanden verletzen möchtest und weil du nicht der Buhmann sein möchtest, aber trotz alledem geht es dir nicht annähernd so beschissen wie der Person, die an einem Tag dachte, es ist alles vollkommen toll, geil, mega schön, mega happy, das ist der Mann, mit dem ich alt werden möchte, das ist der Mann, mit dem ich mich verbunden habe, die Connection eingegangen bin und so gesagt habe, hey, ich bin so 200% committed, ich bin da, ich kann mit dir eine Beziehung vorstellen, langfristig, für immer. Und wenn du mich morgen heiraten würdest, würde ich ja sagen. Wenn du dann von dem einen Tag, wo du denkst, hey, volles Vertrauen, mega schöne Beziehung, auf den anderen Tag einfach so eine Faust ins Gesicht bekommst, und es einfach nicht verstehst, es nicht realisierst, wie das funktionieren kann, wie es sein kann, dass man, dass alles perfekt ist und dass man sich so, so, so sehr liebt und auf der anderen Seite dann so krass verletzt wird und im nächsten Moment alles zusammenbricht. Ich glaube, ich habe es auch immer noch nicht realisiert. Deswegen, ich würde euch so gerne sagen, dass ihr keine Angst haben müsst, verletzt zu werden. Weil ja, jeder entscheidet selber, ob er verletzt wird. Und im Endeffekt entscheidet meine Reaktion, ob ich mich verletzt fühle. Und ich könnte jetzt auch hingehen und sagen, oder mir einreden, alles wird gut, alles passiert aus einem Grund, die Beziehung war gar nicht so toll. Ja, ich kann mir das alles einreden und ich sag mir das auch immer wieder, weil ich ja weiß, alles passiert aus dem Grund und es kommt dann noch was Besseres, wenn ich finde den Satz sehr schön, wenn die Königin oder die Könige sterben, kommen die Götter. Und ja, deswegen auf logischer Ebene weiß ich, es ist kein Weltuntergang, ich werde nicht drin sterben, ich werde es überleben, ich werde stärker daraus hervorgehen, ich bin der Phönix aus der Asche, ich bin die Löwin, ich bin stark, ich kann das, ich habe das schon öfters durchgemacht. Und im Nachhinein, wenn ich zurückblicke, weiß ich, dass es in dem Moment einfach sich scheiße anfühlt, aber
es immer die richtige Entscheidung war und es immer der richtige Weg war. Und diese Trennungen, die ich schon hatte, immer dazu geführt haben, dass ich jetzt da bin, wo ich bin. Und wahrscheinlich in 3 Jahren werde ich das auch sehen. Oder 2 oder ein paar Monaten werde ich sagen, danke für diese Erfahrung. Ja, aber ich kann euch leider nicht die Illusion nehmen, dass es im Moment einfach fucking wehtut. Und dass, wenn ihr verlassen werdet und wenn ihr gerade eine Trennung durchmacht, dass es vollkommen okay ist, Schmerzen zu haben und dass es einfach komplett normal ist und dass das Ziel wahrscheinlich nicht ist, keine Schmerzen zu haben, sondern das Ziel ist zu sagen, okay, mir geht es mir jetzt gerade 1 Monat lang richtig krass beschissen, aber es geht auch irgendwann vorbei. Und ja, das will man nicht hören in solchen Momenten, weil ich jeden Tag da liege, vor allem am Morgen, und mir denke, kann ich nicht wieder einschlafen? Kann es nicht vorbei sein? Kann ich die Zeit nicht einfach verschlafen? Ich habe vorhin wieder stundenlang geheult und es hat überall so weh getan. Es ist halt wirklich, als hätte dir jemand 10 Tonnen auf die Brust gelegt, als würde dein ganzes Herz so schwer sein, als hättest du einen riesengroßen Kloß im Hals, hier alles so schwer ist, dass du kaum atmen kannst. Bei mir wirkt sich dann dieser emotionale Stresszustand auch total auf meinen Magen, auf meinen Darm aus. Dann bin ich den ganzen Tag zittrig wegen meinem Kreislauf. Mir ist schlecht, ich habe Bauchweh und heul ständig und ja. Und zwischendrin habe ich dann wieder Phasen, wo ich sage, es ist so, es ist ein Auf und Ab und es ist okay. Ich versuche es zu akzeptieren, ich versuche es anzunehmen, ich versuche zu verstehen, dass der Prozess nun mal so funktioniert, dass du durch diesen Schmerz durchgehen musst. Und früher habe ich diese Trennungen immer einfach gefühlt beiseite geschoben. Klar bin ich auch mega durch den Schmerz durchgegangen und hatte auch richtig tiefe Phasen, aber ich habe dann versucht, mich auf die Freude zu konzentrieren, habe versucht, mir irgendeinen anderen Typen zu angeln, mir zu beweisen, dass da draußen noch Männer sind, die besser sind. Und vielleicht ist es auch eine gute Taktik. Vielleicht ist es auch einfach nach einer Zeit, wenn man so viele Schmerzen, so viel Angst hatte und so viel traurig war, ist es vielleicht auch dann einfach irgendwann okay zu sagen, hey, ich gehe jetzt wieder in die Freude. Ich habe jetzt wieder Spaß. Ich muss jetzt nicht ewig alleine sein und trauern, sondern ich gehe halt einfach wieder raus und lebe mein Leben und bin wieder ich, und das werde ich auch machen. Mein Plan ist, dass ich mir die nächsten 6 Wochen oder die nächsten Wochen sehr viel Zeit alleine nehme, aber gleichzeitig auch versuche, in der Umgebung von Menschen zu sein, die mich auffangen, die mich halten, bei denen ich mich ausweinen kann. Weil ich glaube, eine Trennung ist so schwer und da kommen alle Verlustängste hoch vom anderen Stern, und es sind alles unsere Urängste, weil ganz früher, wenn wir keinen Tribe gehabt haben, wenn wir keinen Partner, kein Volk an unserer Seite gehabt hätten, hätten wir nicht überlebt. Deswegen haben wir jedes Mal Angst, wenn so ein großer Teil, auf den wir gerade gebaut haben, der wichtigste Teil in deinem Leben, wegfällt, haben wir so fucking Verlustangst, weil unser System dann immer noch denkt, wir werden nicht überleben. Dabei stimmt es ja gar nicht. Wir haben da draußen ganz viele Menschen, auf die wir bauen können und denen wir vertrauen können, wo wir uns anlehnen können. Und da sind ganz viele, die für dich da sind. Und trotz alledem fühlt es sich gerade so an, als wäre ich alleine. Obwohl ich weiß, dass es nicht so ist. Und deswegen werde ich mir die nächsten Wochen einfach
beweisen, dass ich nicht alleine bin, dass hier Menschen sind, die mich auffangen, dass ich ganz viele wundervolle Menschen in mein Leben gezogen habe, die mich jetzt in dieser Phase begleiten, ganz viele Menschen, denen ich ganz viel Liebe gegeben habe, dass ich diese Liebe auch einfach jetzt mal empfangen kann, einfach mich auch mal zurücklegen kann, auch einfach mal schwach sein kann, einfach mal sagen kann, es ist halt gerade einfach so, es ist halt gerade einfach eine Scheißphase, ich kann gerade nicht die sein, oder ich will gerade nicht die sein, die voller Motivation und Freude sprudelt, sondern ich will gerade durch den Prozess durchgehen. Ich will gerade das für mich durchleben und diesen Schmerz in mir spüren und Abschied nehmen. Es ist halt im Endeffekt wie, als würde jemand sterben. Wie als würde deine Mama oder deine Oma oder irgendjemand in deinem Umfeld sterben. Da kannst du ja auch nicht einfach sagen, okay, alles klar, auf Wiedersehen, tschüss, sondern du trauerst ja auch. Deswegen gehört Trauer halt nun mal dazu, wenn man sich von jemandem löst, wenn jemand weggeht. Und ich glaube, es wird mit der Zeit einfacher. Ich weiß, dass es mit der Zeit einfacher ist und ich weiß, dass alles seinen Grund hat. Und dass ich es nur noch nicht jetzt verstehe, aber ich werde es in der Zukunft verstehen. Und bis dahin gehe ich wieder meinen eigenen Weg und liebe mich so sehr selber, dass ich mit mir alleine sein kann. Und ich weiß ja, dass ich das kann. Ich habe das jahrelang geübt. Ich weiß, dass ich mich auch auffangen kann, dass auch wenn jetzt niemand da wäre, dass ich das alleine schaffe. Aber ich muss es nicht alleine schaffen. Und ich werde einfach für mich da sein und wieder mehr zu mir zurückfinden, ganz viel Yoga machen, ganz viel meditieren, ganz viel Sachen tun, die mir gut tun und einfach mein eigener bester Freund sein. Und ich will jetzt hier gar nicht, ich will kein Mitleid von euch. Ich mag das nicht, weil ich Mitleid von euch will. Ich will einfach nur gerade meine Gefühle teilen. Ich will jedem da draußen sagen, dass, wenn er gerade in einer ähnlichen Phase ist, dass er nicht alleine ist. So wie ich manchmal mich jetzt auch gerade alleine fühle. Wir sind nicht alleine. Wir haben ganz viele Menschen, die wir fragen können, um Hilfe fragen können. Und ich will nochmal darauf eingehen, dass auch wenn keiner es in dem Moment ich auch nicht wahrhaben will, in so einer Situation, dass Schmerz halt nun mal zum Leben dazugehört. Und manchmal kommt mir der Gedanke, dass es vielleicht ganz gut ist, dass ich gerade im Endeffekt so dieses, okay, es war alles perfekt, warum muss ich jetzt was verändern? Aber es verändert sich trotzdem, das Leben geht trotzdem weiter und es ist halt einfach ein Schicksalsschlag. Und man kann es nicht erklären, es passiert einfach so, genauso wie es passieren kann, dass du den Mann deiner Träume findest, ihn heiratest und er morgen vom Auto überfahren wird. Wie es sein kann, dass dein Papa einen Unfall hat und tot ist. Es sein kann, dass jemand in deinem Umfeld morgen Krebs hat und bald stirbt. Es sein kann, dass dein Freund von heute auf morgen Schluss macht, obwohl du denkst, alles ist okay. Es sein kann, dass du nach Hause kommst und dein ganzes Haus abgebrannt ist. Es sein kann, dass du ein Kind bekommst und dein Kind stirbt. Es kann alles passieren und so grausam es auch ist, solche Sachen passieren. Und im Endeffekt denke ich mir, ja, ich darf jetzt gerade durch den krassesten Schmerz durchgehen. Aber who knows? Ich weiß, so will ich nicht denken, weil ich will nicht den Fokus auf die Angst setzen. Aber who knows, was irgendwann in der Zukunft noch kommt, was für krasse Schicksalsschläge dann noch kommen. Und jeder Schmerz, den du bis dahin in deinem Leben hast, bereitet dich darauf vor, besser damit umgehen zu können und nicht daran zu zerbrechen. Dementsprechend
es ist wieder nur ein Learning, es ist eine Ausbildung, es ist das Leben. In dem, im Leben läuft halt nicht immer nur alles super. Und nur weil du denkst, du hast den einen gefunden oder es ist die Liebe und es ist alles perfekt, heißt es nicht, dass es perfekt ist. Es kann sich alles auf heute oder morgen verändern. Und ich habe die letzten 2 Wochen in so krank viel Ungewissheit gelebt. Und wieder gemerkt, dass es mir super geht, wenn ich eine Kontrolle habe, wenn ich irgendwie eine Vision habe, wenn ich einen leichten Plan habe. Plan heißt nicht, die nächsten 3 Jahre zu planen, aber irgendwie eine Vorstellung, wie mein Leben wird und wie ich es mir kreiere. Genau, das ist meine Kontrolle, meine Sicherheit gewesen, dass ich gesagt habe, ich kreiere mein Leben so, wie ich möchte, und das habe ich getan und das habe ich erreicht. Und selbst dann hat es aber nicht gepasst. Also selbst dann kommt trotzdem irgendwie was und wirft dich wieder um, und dann darfst du wieder lernen, mit der Ungewissheit zu leben und einfach mal mehr Kontrolle abzugeben, mehr Sicherheit abzugeben und zu sagen, okay, so it is. Wir können nichts dran ändern und können nur loslassen und können nur Abschied nehmen, können nur das Beste daraus machen. Und auch wenn es sich richtig krass falsch anfühlt, diesen Teil ein Stück weit aus einem rauszuschneiden, sich Zeit zu geben, zu heilen. Und wer weiß, was dann kommt. Das heißt ja nicht, dass die Person komplett aus deinem Leben verschwinden muss. Robert und ich sind so krass miteinander verbunden und so wichtige Menschen in unserem Leben, dass ich mir nicht vorstellen kann, wie wir einfach von heute auf morgen nicht mehr in unserem Leben sein können. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch super schwierig, einfach dann mit, obwohl ich ja noch total die Liebe und die Gefühle habe und das meine Traumbeziehung ist, einfach zu sagen, okay, ich downgrade auf eine Freundschaft. Ich glaube, das wird noch ein ziemlich krasser Entwicklungsprozess, und dafür muss ich mir erstmal Zeit für mich selber nehmen, um die ganze Partnerschaft für mich abzuschließen, um dann eventuell einfach in eine Freundschaft rein zu investieren und zu sagen, hey, wir wollen uns trotzdem noch weiter gegenseitig bereichern und unterstützen. Und ich hasse ihn nicht. Wenn es das einfacher machen würde. Es würde es so viel einfacher machen, wenn ich jetzt sagen würde, ich hasse dich. Aber ich hasse ihn nicht. Und was ich ganz klar merke, was meine Tipps und meine Tools sind, wie ich irgendwie schaffe, durch den Tag zu kommen, auch wenn das manchmal sehr schleppend ist, ist halt wirklich, dass ich morgens aufstehe, dann kriege ich erstmal eine Realitätsklatsche, denke mir, ach du Scheiße, kann ich nicht wieder schlafen gehen oder sterben? Und dann, um irgendwie drauf klarzukommen, heule ich erstmal ganz viel, suche mir auch jemanden vielleicht in meinem Umfeld, der mich hält, der mir hilft, alles rauszulassen. Schreibe mir Dinge auf, für die ich dankbar bin. Erinnere mich daran, wer ich bin, auch ohne einen Partner, wer ich bin als eigenständige, starke Person. Und höre mir ganz viele motivational Videos an, ganz viele Affirmationen. Einfach mal auf YouTube motivational Video Breakup. Choose your attitude today. Start positive. All diese Sachen. Hier rein, 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 auch wenn es nur nebenbei ist. Halbe Stunde mindestens, um einfach wieder zu realisieren, hey, ich bin da wegen was Größerem. Ich bin nicht auf der Welt, um nur Spaß zu haben und nur Liebe zu empfinden und alles nur happy zu sein, sondern ich bin anscheinend da, um ganz viel zu lernen und Dinge zu tun, die andere nicht tun können. Und die Welt zu verändern.
Und ich suche mir Sachen, an denen ich festhalten kann. An mir selber, an meiner Persönlichkeit, an meiner Stärke, an allem, was ich mir aufgebaut habe, was nicht weg ist. Ich versuche mir klarzumachen, wegen was ich hier bin, was der Sinn des Lebens ist für mich, weshalb es lebenswert ist, weshalb ich auf diese Welt gekommen bin und was ich Gutes für andere tun kann und warum es Bullshit ist, dass ich gerade das Gefühl habe, sterben zu wollen, weil ich einfach zu wertvoll bin, um zu gehen und so viel Wertvolles für andere Menschen bringen kann. Und ja, und es baut einen dann auf und meistens bis nachmittags ist dieser Prozess vom Hochkämpfen und dann geht's nachmittags und abends wieder und ich suche mir da ganz viel Ablenkung und Freunde, mit denen ich reden kann und gehe dann abends meistens ins Bett mit dem Gedanken, ich bin gespannt, was noch alles kommt. Um dann mal morgen aufzuwachen und zu realisieren, fuck, ich habe eigentlich gar keine Lust, aus meiner Komfortzone rauszugehen, aber ich werde halt jetzt einfach rausgeschubst und da liegt Entwicklungspotenzial und ich werde daraus nur stärker hervorgehen. Deswegen, ihr Lieben, es tut mir so leid, aber ich kann euch nicht versprechen, dass ihr keine Schmerzen haben werdet, wenn ihr eine Trennung durchmacht. Ich kann euch auch nicht versprechen, dass wenn ihr euch jetzt auf den Typen einlässt, dass er dich nicht verletzen wird. Ich kann ja auch nicht versprechen, dass dein Leben super läuft. Es kann alles kommen, es kann alles passieren. Das Wichtige ist, dass du dich selber liebst und dass du für dich da bist und dass du weißt, dass du es überleben wirst und dass das Leben lebenswert ist und dass du nicht alleine bist, dass da draußen ganz viele Menschen sind, die für dich da sind. Es sind ganz viele Menschen da draußen für dich da. Du bist nicht alleine. Und du darfst dir jetzt ganz viel Zeit für dich selber nehmen, dich selbst zu lieben und dich selbst wiederzufinden und zu realisieren, dass du auch jemand bist ohne jemand an deiner Seite, ohne einen Partner. Und ich bin sehr dankbar, dass ihr alle da seid. Dass ihr mir in irgendeiner Weise den Arschtritt gebt, jeden Morgen aufzustehen und weiterzumachen, weil ich weiß, dass ich hier ganz viel zu geben habe. Und dass es nicht weg ist, nur weil ich jetzt gerade eine schwierige Phase habe. Ich bin trotzdem noch hier, ich kämpfe und ich bin da und ich möchte das machen und ich möchte die Welt verändern. Ich möchte, dass wir alle wieder mehr in die Liebe und ins Vertrauen gehen und dazu gehört natürlich auch manchmal den Schmerz aushalten zu können, aber wenn wir den Schmerz nicht haben, können wir die Liebe auch nicht genießen. Und es hat sehr, sehr, sehr gut getan, dass ich mit euch drüber reden konnte, dass ich meine Learnings scheren konnte, dass ich meine Emotionen scheren konnte und euch da draußen vielleicht ein wenig Kraft geben konnte oder einfach sagen konnte, hey, wir sind alle nicht alleine, wir können alle einfach authentisch und verwundbar sein, verletzlich sein, niemand ist perfekt und es ist totaler Bullshit, wenn irgendjemand dir sagt, ja, hey, Liebeskummer in einem Tag weg, ist halt nicht so. Wir müssen erstmal trauern, um das hinter uns zu bringen. Und ich schicke ganz viel Liebe raus. Die Liebe, die ich noch übrig habe. Und sag einfach nur Danke.